Hallo und herzlich willkommen bei der Muddybär-Bande. Eine neue Folge StarCraft 2 mit dem Muddybär im 1 gegen 1 gegen einen Zerg auf der Fundgrube LE. Der alte Krux, wir trainieren gegen Zerg. Letzten paar Spiele auch gegen Zerg nur gespielt. Dann gibt es heute auch wieder nur Zerg. Das könnte zu sein. Ja, ein Zerg spielen wir auf Echse. Ich muss mal gucken, dass ich mit Zerg echt mal auf eine dritte komme. So, Ovi kommt rüber. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, Echse steht schon. Ist viel früher los, um die Echse ein bisschen zu hinein. Ein Dritter anscheinend. Gleich eine Dritte. Ich sogar, wenn er jetzt gleich eine Dritte setzt, dann mache ich einen One-Base-All-In. Ja, du hast gescoutet. Oh, schnell. Ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, stell mal ein. Was soll's? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier werden wir noch wieder mit Stargate oben öffnen. Kommt ziemlich spät von ihm, das ist schon mal gut. Ihr benötigt mehr Wissen. Kriegt Stargate noch. Kann wahrscheinlich sehen, aber ist egal. Werden obsiegen. So, Adept ist da, wir gehen scouten. Was will? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und jetzt öffnen wir Stalker in Gro. Schon eine dritte hat. Nur die Gläubigen. Ja, dann wird gebaut. Ich bin hier in den Schatten. Nee, das will ich bauen. Oben bauen wir gleich eine Robo. Ja, baut doch keiner ab. Dann bauen wir unten die Robo. Mir doch Rille. Oben siehst du nix. Wir holen uns den Overlord schnell. Ihr benötigt mehr Vespingas. Das Zeitfenster ist klein. Ist schon abgeschlossen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Den verliert dann. Ihr benötigt mehr Vespingas. Noch ein verloren. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich hab kein Gas, ich weiß. Wir sollten extrapoliere Stränge. Oh, ein paar gekriegt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Teleportation erfolgreich.
Eine vierte wäre natürlich echt blöd. Ach, Gas, ja, ja, Gas. Auf Kolosse. Die brauchen wir jetzt echt. Sie brechen durch! Azul du Templari. Ich füge mich. Ich durchstreife die Galaxis. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Für die Ehre. Aber rasch. Wo ist der andere? Verstanden. Da. Ich durchstreife die Galaxis. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Verstanden. Azul du Templari. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Kostet jedes Mal 100 Minereien. Ich füge mich. Vierter hat er noch nicht. So, brauchen wir auf jeden Fall noch einen Haufen Gates. Gucken wir noch eine zweite Robo bauen. Sha'azul du Templari. Ich füge mich. Hat er noch auf keine? Den Schwingen der Gerechtigkeit. Was ist denn der eigentlich? Ich durchstreife die Galaxis. Vor Queens. Aber rasch. Für die Ehre. Verstanden. Okay, macht ein Upgrade. Hat eigentlich nichts. Ich bin hier. Ihr benötigt mehr Vespingas. Tja, das ist zu spät, mein Freund. Die habe ich schon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. So, wenn der zweite Koloss da ist, gehen wir einfach los. Jetzt wird er produzieren ohne Ente. Das hat er noch nicht. Gehen wir schnell rein. Das ist vorbei. Tja, random push, ich wusste, was du machst, mein Freund. GG! Hat er keine Vierte? Gesehen, was kommt? Der ist die Einspieler gewesen. Sehr schön, wir haben die Einspielerblatt gemacht. Auch Meister war ein paar Mal. Tja, random push, damit muss man mal rechnen. Ist halt so. Wertarmee war meine weit höher als er. Keine Ahnung. Na gut, ich hatte halt keine Upgrades. Das war halt ein bisschen blöd. Aber was soll's, würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.